Kekse. Hallo zusammen, das Krümelmonster und ich grüßen euch. Und wenn ihr wissen möchtet, wie ich das lustige Kärtchen hier gemacht habe, dann bleibt einfach dran. So, um das Krümelmonster herzustellen, braucht ihr folgende Zutaten. Ein Apfel. Ich habe hier jetzt einen Granny Smith. Ich kann euch nur zu einer saureren Sorte raten, denn der Rest ist schon noch süß genug. Also ich würde da jetzt wirklich nicht den süßesten Apfel wählen. Dann braucht ihr einen kleinen Butterkeks. Das ist jetzt der von Leibniz. Blauen Zucker. Wie man Zucker selber einfärben kann, verlinke ich euch unten in der Infobox. Und wenn ihr die Schüssel anklickt, kommt ihr auch zu dem Video. Ein paar Schokolinsen, weiße Kuvertüre, die blaue Farbe aus diesem Speisefarben-Set. Dann habe ich nach einem Stäbchen gesucht, um das hier oben reinzustecken und ja, habe jetzt hier von Fackelmann, soll ein Essstäbchen sein, aber erfüllt seinen Zweck. Dann habe ich noch einen Stift, weil ich nicht gut bin im Freizeichnen, und ein Messer, damit wir den Mund ausschneiden können. Ja, und los geht's. Als erstes waschen wir einmal den Apfel ab. So, und dann brauchen wir noch ein Wasserbad für die Kuvertüre. Dann schneiden wir unsere Kuvertüre ein bisschen klein und geben die in das Wasserbad. Und so, und jetzt einfach erstmal ein bisschen vor sich hin schmelzen lassen, bis es richtig schön flüssig ist. Ab und zu mal umrühren, nicht dass was anhängt. So, in der Zwischenzeit malen wir uns dann mal auf, wo wir den Mund hin haben wollen. Da gucken wir einfach mal, wie der Apfel steht. Ja, dann würde ich hier den Mund einzeichnen. Das schneidet ihr ja gleich aus, das heißt, der Kugelschreiber bleibt nicht auf dem Apfel. Ihr könnt das auch mit einem Bleistift probieren. Ich weiß nicht, ob das überhaupt zeichnet auf dem Apfel. Oder ihr macht das freihändig. Aber wie gesagt, ich bin nicht gut im Freihandzeichnen. Freihandschneiden, meinte ich. Irgendwie so. Es kommt nicht so drauf an. So, wichtig ist dann einfach, dass ihr merkt, dass da der Butterkeks nachher drin kleben kann. Das heißt, wenn er so sitzt, so, und jetzt einmal das Stäbchen von oben durch den Apfel jagen. Nicht ganz durch, der soll nicht unten wieder rauskommen, aber so, dass das Ganze wirklich einen stabilen Halt hat. So, ihr könnt euch schon mal nebenan so ein kleines Sieb zum Abtropfen stellen. Da kommt der Apfel nämlich gleich drauf. Jetzt kann ich den Herd schon ausstellen. Super. Und jetzt einfach den Apfel gleichmäßig wälzen. Kann ruhig ordentlich dick sein, das macht nichts. Je dicker die Schicht, desto weniger sieht man nachher das Grün durch. Hier oben
muss ich jetzt, glaube ich, einmal mit einem Löffel rein. So, einmal grob abtropfen lassen und dann kommt er auf den Rost. Auf das Rost. Den Rost. Ihr könnt auch gerne, wenn euch das ein bisschen zu dünn ist, die Schicht, dann wartet ihr einen Moment oder stellt das kurz in den Kühlschrank, dass das kurz anzieht, die Schokolade, und taucht ihn nochmal ein. Dann habt ihr eine doppelte Lage drauf. Also ich stelle den jetzt mal hier ab auf meinem Rost und dann kommt er ab in den Kühlschrank einmal. So, da steht das gute Stück jetzt und tropft so vor sich hin, aber langsam zieht das, glaube ich, an. Ja. Unten schon eher. Huch. Oben noch nicht so ganz. Vielleicht noch mal ein, zwei Minuten warten und dann können wir ihn rausnehmen. So, da haben wir jetzt unseren Apfel. Das macht gar nichts, dass der vom Stehen hier unten so ein bisschen krusselig ist oder hier, weil da kommen ja die blauen Zuckerperlen drauf und dann erkennt man das alles nicht mehr so. Ich hoffe, der ist jetzt ja genug angezogen. Wenn nicht, habe ich Pech gehabt jetzt. Und jetzt tunke ich den hier einfach in meine blauen, in meinen blauen Zucker. Na, komm schon. Jetzt ist der Zucker fest. Wäre natürlich gut, wenn man drei Hände hätte oder eine zweite Person. Vorher noch mal gut umrühren. Deswegen eine große Schüssel unterstellen. Man schon mal grob erkennen, ne? Und jetzt ganz sanft mit den Fingern einfach noch mal ein bisschen was einarbeiten. Leicht andrücken. Er kommt gleich noch mal in den Kühlschrank. Damit die Schokolade richtig schön fest wird. Unten ist nicht weiter schlimm, wenn er so ein bisschen kahl aussieht, weil das ist wirklich eigentlich nur seine Standfläche. Das sieht man später nicht. Ganz sanft festtupfen. Ja, und das macht ihr jetzt so lange, bis ihr das Gefühl habt, ihr habt alle freien Stellen richtig schön eben abgedeckt. Und ihr seid mit dem Farbergebnis zufrieden. So, ich glaube, ich bin zufrieden. Hier unten ist die Schokolade noch nicht so ganz angezogen, wie sie hätte sein sollen. Jetzt nehmt ihr euch euren Keks. Ich kann den mal hier reinstellen, so lang. Und die weiße Schokolade ist noch flüssig, wenn ihr die einfach so auf dem Wasserbad stehen lasst.
Streicht euren Keks ein bisschen mit der weißen Schokolade ein. Als Kleber sozusagen. Wie rum machen wir das? Richtig rum, ne? So. Genauso verfahrt ihr jetzt mit den Augen. Da sucht ihr euch jetzt zwei weiße Schokolinsen raus. So, vielleicht nicht schon welche, die angeditscht sind. Gebt da ein bisschen weiße Schokolade drauf und klebt die als Augen an euren Apfel. Je mehr die angezogen ist, die Kuvertüre, desto leichter ist das dann nachher, das festzukleben. So. Bisschen festdrücken. Andere Auge genauso. Wieder ein bisschen Kuvertüre. So, jetzt machen wir noch ein paar Pupillen hier auf die Schokolinsen und dann muss unser Krümelmonster für eine ganze Zeit in den Kühlschrank. Dafür drückt ihr euch einfach ein bisschen was in eine Schüssel, das habe ich jetzt gerade hier gemacht. Einfach nur so ganz wenig. Nehmt euch einen Zahnstocher, tupft den so ein bisschen ein. Das kann man auch sehr gut, wenn man gerade andere Figürchen noch macht, mit schwarzer Kuvertüre machen. Das sieht noch ein bisschen schicker aus als hier mit dem Blau jetzt. Na, soll ja nicht schielen, der junge Mann, ne? Das Gute bei den Augen ist, wenn ihr überhaupt nicht zufrieden seid mit dem, wie ihr jetzt eure Pupillen gestaltet habt, dann nehmt ihr die Augen einfach wieder ab und klebt neue ran. So sieht mein fertiges Krümelmonster aus. Das kommt jetzt natürlich noch für einige Stunden wieder in den Kühlschrank, damit die Schokolade richtig, richtig fest werden kann. Der kann da auch ruhig ein paar Tage stehen. Das stört ihn überhaupt nicht. Und später könnt ihr ihn dann, wenn ihr ihn verschenken wollt, in Zellophan wickeln, hier oben mit einer kleinen Schleife drum oder zum Beispiel beim Kindergeburtstag auf den Tisch stellen. Ja. Ich wünsche euch, falls ihr es nachmachen solltet, viel Spaß dabei. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss! So, ich habe mir jetzt gerade noch mal ein Foto vom Krümelmonster angesehen und ich finde, die Augen, die gingen ja gar nicht. Die habe ich jetzt noch mal abgenommen und ein bisschen naturgetreuer zusammengeschoben, weil die sind doch eher dichter zusammen als auseinander. Mir gefällt das so besser. Was meint ihr?